Gabi, welchen Favoriten hast du? Denkst du, wir sehen einen anderen Ausgang als vorhin, als die beiden gegeneinander gespielt haben? Ich glaube, der Kimbo, der wird. Ich setze mal auf den Kimbo, weil der lässt sich echt nicht die Butter vom Brot nehmen, glaube ich, ja. Ja. Mit Wir wem wollen wir denn sehen starten? Spitzu, der direkt an der Kimbo hier ist. Kimbo kann sie grappen. Wird er alive stayen? Speed drückt sich gerade Speed selbst gerade die Night. selbst. Passiert. Sei Speed der hat sich gerade Nervosität selbst geschuldet. gemeldet, ja. Sah auf jeden Fall gut aus. Gehen Sie zum. Der Kimbo hat die Snipe und drückt dem Siggy den Shot. Hat er schön Speed gemacht. wartet. Sitzt es jetzt aus? Das könnte jetzt interessant werden. Er wartet natürlich jetzt auf den Respawn von seinem Das Teammate. ist, glaube ich, das Sinnvollste, was du machen kannst an der Stelle, bevor Ja. du wieder aufmerksam machst. Aber guter Start hier von Kimbo und Alpha. Die Granate, ja. Die ging gut. Siggy ist noch alive. Siggy setzt sich durch den Alpha und gibt Macht Kimbo den Smack. Ja, beide schön also gekillt. es wird interessant. Wir Ja. wechseln auf Siki, der jetzt die Snipe hat. Siggy hat sich die Snipe ergattert. Ein sehr ruhiges Spiel noch. Schöner Snipe. Schöner Snipe. Die Granate könnte was werden. Schade. Ja. Aber ich möchte gar nichts sagen, ich finde es gerade so spannend. Der Standoff zwischen. Schade. Mit der Snipe vorbei, aber Siki holt sich Alpha. Ja, Siki holt sich Alpha. Oh! Also, wenn der Snapshot jetzt durchgegangen wäre, ich hätte geschrieben, glaube ich, tatsächlich. War In wirklich einem sehr, sehr Tafel. knapp. Alpha hier mit der Prediction Aid, weiß aber glaube ich nicht, dass Siki hier mit der Snipe steht. Speed da macht ihn. Speed snackt sich den Kill. Ja. Also das wird wirklich spannend. Da geht Specky in Führung, aber Kimbo holt sich ihn sofort zurück. Siki holt sich die Camo. Ja, und ich glaube, Team Blau hat das gerade nicht mehr gesehen. Deswegen fehlt ihnen auch die ungefähre Zeit, wann es geklickt wurde. Das ist schlecht für einen weiteren Verlauf. Ich bin gespannt, was Siki jetzt mit der Camo und der Snipe machen wird. Wird er safe spielen oder wird er pushen? Ich glaube, sie spielen safe. Ja. Ich hätte jetzt auch eher vermutet, dass er sich rauswagt, solange er die Zeit hat. Ich würde sagen, somit. Jetzt geht er outside. Camo und Snipe kannst du safe Kills machen. Aber ist auch sinnvoll, nicht zu sehr zu pushen. Er wartet auf den richtigen Moment, aber sie zeigen sich nicht. Jetzt hat er natürlich seine Position verraten. Ah, die Camo-Zeit ist rum. Die neue Snipe ist ab. Aber er klingt Kimbo. Und er holt sich Kimbo. Knapp, das war knapp tatsächlich. Er ist Nate entkommen. Noch Speed setzt sich mit der DMA durch, der diese Waffe sehr, sehr gerne hat, wie ich feststelle. Ja. Die war noch tatsächlich auf Long Range spiele ich DMA auch sehr gern. Ist nicht zu unterschätzen, tatsächlich. Ja, auf so absolute Long Range bin ich da absolut bei dir. Wir sind bei Speed, der noch ein bisschen Snipe haben müsste. Kann sich Siggy Alpha holen? Alpha geht down, aber. Die Snipe. Kimbo holt sich. Wir sind auf Kimbo. Dafür. Kimbo holt sich dafür die Snipe. Kimbo wartet hier schon. Spannend, ja. Er weiß, dass er da steht. Schade. Knapp. Aber er kann da live stehen. Die English Main. Holt er sich? Schade. Knapp vorbei mit der Snipe. Wir sind jetzt natürlich ein bisschen in einer ungünstigen Position hier im Bottom Tower. Ja, werden beide ungünstig gepusht. Kimbo holt sich hier das leckere Backsteak. Siggy mit der Camo. Siggy mit der Camo, höre ich gerade aus der Redaktion. Da wurde es geflüstert. Wird Siki wieder so safe spielen? Schwer Würde ich zu sehen. Sein. In der letzten. Er hat sogar noch einen Snipe-Schuss. Die letzte Camo hat er sehr safe gespielt. Hoffentlich gibt er nicht alles auf einmal aus.
Er spielt safe, er spielt safe. Kimmo holt sich Speed. Siki muss jetzt fast in die Position kommen. Viel Camo hat er nicht mehr. Ja, ja. Und da kriegt er den Gegner. Schön. Aber die Camo ist weg. Wir schalten auf Alpha, der jetzt die Sniper hat. Oh, der knapp. Knapp, knapp, knapp. Das war wirklich sehr knapp. Mhm. Oh, das war... Alpha setzt sich durch. Lass uns doch mal schauen, was Alpha hier macht. Ja. Er bringt... Alpha bringt Speed in Bedrängnis. Muss ich zurückziehen. Sigi kriegt ja auch gute Shots und kriegt einen Perfect gedrückt. Da war der Perfect. Ja. Mike versucht hier zu entkommen. Aber und er holt sich keine Chance. Ohne Erfolg. Er hat sich jetzt wieder gedreht. Alpha predicted hier oder weiß, dass Sigi wieder hochspringen wird. Schöner, schönes Spiel, outside am Tower. Jetzt sind sie gerade in der ungünstigen Position, dauernd gedoubled zu werden. Alpha rettet Kimbo den Arsch. Ja, stark. Und da kriegt er aber den Perfect von Sigi. Ja, Sigi, gefühlt verteilt er hier im Turnier die meisten Perfects gerade. Wir schauen nochmal auf Sigi, was der jetzt machen wird. Er wartet auf die neue Camo. Und er kriegt sie. Speed ist leider down. Unglückliche Position. Oh, 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 oh. Und er wird nicht im Schau. Mist. Wir schalten auf Kimbo mit der Snipe. Die randvoll ist und danach schreit, in V-Köpfen zu schießen. Oh ja. Fake. Speed holt sich Alpha 5S. Oh. Das wäre ein schöner Snapshot geworden. Der steckt Mike ganz schlecht. Da holt er ihn durch. Pushen sie ihn. Ja, er wartet auf. Er lässt Alpha vorlaufen. Und Siki killt Alpha. Siki holt ihn sich. Kimbo predicted hier gerade ein bisschen falsch, glaube ich. Das könnte gefährlich werden, oder? Auch nicht. Nein! Da gibt's den Snipe-Shot. Ja, die Führung wird jetzt ausgebaut. Ein guter Push hier auf Tower 1. Ah. Siki kommt auf und hilft. Speed hält sich Kimbo vom Leib mit ein paar gut platzierten Grenades. Etwas ungünstige Pose jetzt für Team Specky. Kimbo hier mit dem nächsten Snapshot. Wow, da sollten wir nochmal schauen, was Speed Leben teuer verkauft, sage ich ja. Haut Speed aber nochmal die Nade raus. Holt den Stick nochmal raus. Ja. Wir bleiben mal auf Speed, was er jetzt so anstellen wird. Ja, jetzt kriegt Team Krillers den Bunkerspawn und kriegt von Sigi direkt den Snipeshot. Was wird Kimbo hier machen? Kriegt wieder Backup von Alpha. Starkes Backup vom Alpha, muss man einfach sagen, ja. Also. Oh, Sigi erwischt Kimbo ungünstig. Kimbo hat nicht aufgepasst, ja. Die nächste Camo gut getimed. Starkes Prinzip. Ja. Eventuell, nein, keine ungünstige Posen. Schön. Speed hier mit dem aggressiveren Chemo-Player als Sigi. Ja. Wird sich Sigi da unten am Leben halten können? Nein. Oh. Kimbo ist Backrail unterwegs. Erstmal in Sicherheit. Ja, aber Speed kann die Chemo leider nicht weiter auf. Oh, oh! Schön! Stark. Ja. Stark noch am Leben geblieben. Ja, spannend hier. 18 zu 19. Die nächste Snipe also kommt das ab. Oh, unglücklich Nate hier an die Kämme. Ja. Speed gibt nochmal alles. Versucht Kimbo und... Oh, knapp. Passt. Aber knappe, trotzdem... Doppelkiste. Es ist jetzt wieder Gleichstand. Team Rot Vorteil. Wir wechseln auf Sticky. Ah, wirklich wunderschön von Mike gespielt. Nein, mit der Nade noch weak zu machen. Wahnsinn. Mal schauen, was Sigi mit der Snipe macht. Wird jetzt stark unter Bedrängnis gesetzt. Er wird in Bedrängnis gebracht. Oh oh, das könnte eng werden. Speed kommt zur Hilfe. Und holt sich Kimbo mit der DMA. Schlechte Position für Alpha. Distanz.
Wahnsinn. Siki müsste... bräuchte eine bessere Pose, um die Snipers auszuspielen. Hm? Knapp. Schade, das war... Ich glaube, Kimmo hat den Zeitschuss auf jeden Fall am Ohr vorbeipfeifen hören. Ja, vielleicht auf einem Ohr leicht taub, aber... Ich hab hier noch Shots von Alpha wieder. Der Alpha kriegt einfach gutes Backup, ja? Also ja. Da kann man... Schöner! Komm, Mike. Der Alpha ist One-Shot. Und da gibt's den Alpha Snack. Macht ihn. Lass uns mal schauen, was der Alpha jetzt noch macht. Kimbo zieht noch, Sticky zieht noch schnell Kimbo und die Camo ist ab. Oh, jetzt, komm, ich schau mal, was jetzt bei der Camo passiert. Stark, Mike, die letzte Camo. Ein Kill noch zum Sieg. Sie haben die Snipe mit zwei Schüssen noch. Das wird schwer. Speed hat die Camo. Lass uns mal schauen, was Speed mit der Camo veranstaltet. Wechseln wir noch kurz auf die Camo. Schöne Granate. Relativ schöne defensiv. Granate. Unlucky Situation und das war die erste Runde. Stark gespielt. Also, Mann, Spetty, ich spiele selber nicht und ich schwitze wie Sau. Ja, geht mir genauso. Bis 2020 noch gleich. Wirklich sehr spannend. Ich hoffe es. Ich glaube. Ich glaube auch, die lassen sich nicht so leicht schlagen. Sie werden jetzt nochmal auf jeden Fall aufdrehen. Ich bin mir ziemlich sicher. Ich glaube, wir werden noch einige gute Snipes sehen. Wir werden noch ein gutes Play fürs Obi sehen. Wir sind auf Kimbo? Kimbo. Sieht es aus wie. Sticky geht für die Cat. Oh. Geburnt. Stark fürs Opening. Auf 50. Kimbo geht für die Snipe. Schlechte Situation für Kimbo, nachdem Sticky Blue gespawnt ist. Ungünstig, erwartet aber. Oh, und was Speed. Für ein Positioning. Aber da stehen zu bleiben. Aber Speed zieht zu zeitig raus. Kimbo geht für die Snipe, holt sie sich. Was für ein Opening. Sticky hier wieder unter Bedrängnis. Mike kommt, an der Pest zur Hilfe. Aber Kimbo hier mit der Snipe, das könnte ungünstig für beide ausgehen. Sticky bleibt cool. Kimbo hat leider keine Granate mehr, die er benutzen könnte. Nee, was für eine Nate. Ja. Jetzt Kimbo Alpha geht down. Er rettet sich hier gut nach oben. Oh! Und der ist stuck, wie frech. Oh, aber Sticky sagt sich, nix da. Wenn ich gestickt werde, dann renne ich auf dich zu. Wir wechseln auf Mike, ja. Der für die Snipe hier gehen wird. Ah, schade. Er misst ein, er misst zwei. Aber er tradet sich den Stack. Alpha, Suicide. Schade. Ich glaube, das ist die beste Technik oder Taktik, die man fast machen kann, wenn man gestickt ist. Einfach auf den Gegner mit dem Thrust raufspringen. Ja, weil das reißt ihn einfach mit in den Tod. Von Leben teuer verkaufen. Alpha 5S kriegt den Smack von Sticky. Hier sind Plasmen jetzt gerade sehr beliebt. Oh, er müsste Snapshot noch, aber Mike kriegt ihn. Mike erschießt Sticky, aber tötet Kimbo auch im Sims. Und die nächste Plasmanet, die hier durch die Runde fliegt. Das Overshield kommt gleich ab zum Rot hier aus meiner Sicht in einer bisschen besseren Position gerade zu kippen. Definitiv. Wenn sie denn Zeit dafür finden. Schade. Kimbo hier. Speed geht down. Sticky mit dem OS-Server. Sticky verteilt gut Shots, hat aber das OS schon komplett geburnt. Das ging schnell. Kann er sich gegen Alpha durchsetzen? Und mit Alpha. Guter Support hier von Speed nochmal von Top Gold. Setzt sich Kimbo durch. Wir schalten auf Kimbo, der jetzt gerade die bessere Position für die Snipe hat. Challenge hier fast One-Shot, das war etwas. Aber da kommt Sticky. Oh, aber Hammer, Nate. Die Granate. Stark. Auf Alpha mit der Gottmate. Und hier nochmal den Mili in Sticky. Versenkt. Richtig versenkt. Alpha challenged, aber zieht sich wieder zurück. Scharfschützengewehr auf dem Feld. Schauen kurz noch. Alpha versucht hier am Leben zu bleiben. Wir wechseln auf Mike, der jetzt Snipe. Nee. Kimbo, der die Snipe hat. Kimbo hier von beiden Seiten wieder unter Druck gesetzt.
Das könnte knapp werden. Ah, und dann in sich Speed. Ja, da war er gesandwiched. Mike jetzt mit der Snipe. Mit der Snipe. Predicted Top Gold. Schade, er gibt den. Gibt den Top Snipe Spawn auf. Ja, das muss Siki gerade zahlen, aber das ist immer schwierig. Wenn du nicht weißt, ob einer von Blue kommen könnte, ja, dann kannst du auf Snipe schon sehr schnell verloren sein. Aber. Wir sehen, wo ich Kimbo hat richtig predicted, wo Speed stehen könnte. Hat ihn direkt gepusht. Kimbo hat jetzt die Snipe. Und Speed hat auch noch eine Snipe. Nee, jetzt nicht mehr. Anzeige delayed. Wir sind noch auf Kimbo. Der noch Kimbo hat noch eins. Noch ein Snipe-Schuss. Beide liegen. Es vor schlechte Grund. Und entscheidet sich, den letzten Snipe-Schuss im Alpha hinterm zu versenken. Nein, ich bin nicht. Ah, aber da holt er sich den Speed. Schön gemacht. Das nächste Ori kommt. Ja. Er setzt. Gibt die Top-Position unter Druck. Und hier ganz schlecht die Voraussetzung. Er bleibt aber hier am Leben, obwohl Mike von Top Gold schießt. Ja, Mike muss sich zurückziehen. Haben wir das Ovi gerade verpasst? Siki hat das Ovi, meine ich, gepickt, oder? Ja, der hat es gebannt. Hat es getan. Okay. Entweder er oder Mike, die sind beide gerade gestorben im Haus. Ah. Oh, schalten schnell ab. Kimbo gegen beide. Beide down. Bleiben wir auf Alpha. Noch liegen sie in Führung. Alpha wartet. Wow, also. Die Leitweite darf man nicht unterschätzen. Nee, wirklich, wirklich. Was Damage angeht, eine super Waffe. Spiele ich selber sehr gerne. Aber treffe leider nicht so gut, wie ich gerne würde. Beide abgecleant worden von Alpha und Kimbo, die hier jetzt ausgleichen. Ausgleich. Wir bekommen den Yardspawn. Alpha schaut sich die Laterne hier nochmal genauer an. Mike mit der Green Gun. Wechseln wir auf Mike. Ich glaube, beide Teams sind gerade etwas lost und wissen nicht ganz, wo der andere ist. Überlegen sie vielleicht gerade noch so. Oh, schön. Schön. Speed. Alpha versucht hier noch am Leben zu bleiben. Ich möchte fast sagen, der Speed hat gerade den Bodyblock gemacht. Für seinen Teammate. Ohne Speed wäre wahrscheinlich Siki jetzt gestorben. Mit down gegangen, das hat er schön gemacht, wirklich schön. Stark. Schöner Snipe. Schöner Snipe-Schuss. Da ist das Ovi. Die greifen sich. Ist Kimbo Böse hinter Zungen ihm? Jetzt oder behaupten. Nicht das. Ja. Speed ist sich unsicher, täuscht, wo die Green Gun ist. Hier Alpha nochmal versucht das Ovi noch ein bisschen zu damagen. Wahnsinn, wie ruhig Speed auch geblieben ist, um wirklich den perfekten Schuss zu landen. Ja. Hier gerade so dieses Bewusstsein, man kann sich hier auf S2 noch konzentrieren, weil man weiß, dass der andere gerade verpassen wird. Das der Schnappschuss. Der Schnappschuss. Der Schnappschuss. Der Schnappschuss. Er hat Zielwasser getrunken, eindeutig. Aber so kennen wir Speed. Und da holt er ihn sich nochmal. Wahnsinn. Er macht gerade ein gutes, starkes Spiel gerade. Ein Schuss Snipe. Und Spiel. Einfach auch nochmal zurückgedrängt, One-Shot gemacht. Kimbo kann Sick in der Zwischenzeit kriegen. Wir wechseln wieder auf Kimbo. Der hier Speed aus dem Weg räumt. Siki hat sich die Grüne. Oh! Mike auf den falschen Fuß erwischt. Siki. Da hat der Kimbo den Siki Beaver gemacht. Teilt nochmal. Oh, das ist wirklich ein undankbarer Spawn, den Speed da bekommen hat. Oh, schöner Teamshot. Schöner Teamshot. Ja, Kimbo versucht sneaky zu sein. Schauen wir doch auf Kimbo. Wartet. Mit der Light Rifle. Und er macht den One-Shot und Alpha wird ihn cleanen.
Mal schauen, ob Sticky noch am Leben bleiben kann. Krieg nochmal Damage, der dürfte nichts mehr haben. Aber er haut einen Trade raus. Stark. Stark von Sticky gespielt. Alpha hat es auch wie sich geholt. Wir sind bei Alpha. Ja, clever natürlich immer mit dem Ovi auch für die Grünen dann zu spielen. Ja, ja. So am leichtesten zu vermeiden, dass man doch wieder unglücklicherweise das Ovi instant verliert. Speed holt sich Demo. Alpha geht hier gerade eher für die Snipe. Squeak. Geht doch wieder in Yard. Schnelles Verlagern. One-Shot. Oh. Alpha lässt sich nicht irritieren und challenge die Snipe. Na, macht einen Schuss. Mike kommt weg. Die spielen gerade sehr alleine, also jeder für sich. Das ist jetzt wirklich. Keiner schenkt zum anderen etwas. Noch Sticky, nachdem Mike Speed so unglücklich vom Fass getroffen wird. Sticky auch noch. Ein Schuss-Snap, ja. Ja, Speed hat schön auf das Fass geschossen, ja. Team Grillers Top Snipe. Gute Grenades. Oh, schöner Cleanup von Sticky hier. Der Aggression gegenüber der Garbage Truck hegt. Der erste Disrespect an einem Kfz heute. Oh, Kimbo, oh. Starker Perfect. Mike direkt auf den Fersen von ihm. Wir schalten auf Mike. Ja. Kimbo holt ihn durch. Alpha geht für die zwei Kills noch. Fürs neue Ovi. Das neue Ovi geht an. Kimbo bekommt's. Kimbo. Und City spielt Ringelreihe mit ihm. Ja, das macht er gut. Er bleibt am Leben. Unglücklicherweise kommt er nicht. Mein Herz klopft. Ich spiele selber gar nicht, aber mein Herz klopft, ja. Ja, ja. Ich weiß gar nicht. Ich weiß teilweise gar nicht, was ich mehr dazu sagen soll. Es ist einfach Spannung pur, dieses Spiel. Das ist wieder immer schön geklingt wird von Kimbo. Ja. Kimbo und Alpha brauchen noch drei Kills. Und da ist die Green Gun. Das die hittet schmerzlich. Oh. Wahnsinn. Wahnsinn. Ah, das irre. War der Specki. Wahnsinn, oder? Also, durchgesetzt, Mann. Durchgesetzt. Wow. Einfach ein Hammerspiel. Irre. Spannend ja. Bis zum Schluss.